Happy Eastern. Ja, ich hoffe, das kam jetzt nicht so abgehackt an. Okay. Sag's nochmal. Hä? Sag's nochmal. Happy Eastern! Wenn schon ist es Easter. Happy Easter. Egal. Frohe Ostern und hallo! Und ja, an diesem schönen Ostermontag. Und willkommen zurück zu Y Wonderlock. Lass mich zu Ende reden. Pokémon Y. Pokémon Y Wonderlock. Ja, wir trainieren gerade Melly, dass sie auch mal begrüßen kann. Wir betreten heute die Tempera Arena. Oho. Mellys Lieblingsarena. Echt? Ja. Warum? Weil hier Pflanzen-Pokémon sind und du Pflanzen-Pokémon über alles liebst. Not really, no. Wie dein geliebtes Girafarik. Hä? Didn't you know, Girafarik ist ein Pflanzen-Pokémon? Nein, es ist Psycho. Okay. Du magst normale Pokémon, oder? Warum? Evoli. Girafarik. Darmhirplex. Naja, geht. Wie, du magst Darmhirplex nicht? Ja, doch, hallo. Also jetzt wäre Vollriegel echt praktisch. Aber Vollriegel ist Level 5. Da müssen wir Vollriegel mal trainieren. Oh my fucking God! Oh Gott. Landet der einen... Landet der einen Crit und trotzdem macht es insgesamt so viel Schaden. Was ist mit diesem... Was ist mit dem... Falsch? Was ist mit dem schief, Junge? Tja. Ich meine, OMG. OMG, I can't decide. Ja. Los, Lucario, geh mega, mach einen Steigerungshieb und danach mit einer Dunkelklaue werden wir es erledigen. Ja, du bist ein Mega-Lucario. Ach nee, Moment, das ist doch nur eine der guten Battle-Staffeln. Bams! Crit vor Crit. Yeah! Ja, ich glaube, wir gehen echt noch Dr. Who. Wir gehen echt noch mal raus und trainieren Igamaro. No. Warum, fragt ihr euch? Weil Igamaro Aeroas kann. Okay. Wir haben es ja gemerkt, dass es das erlernen kann. Ja. Und Kabuto erreicht. Level 20. Level 21. Wann entwickelt sich nochmal Kabuto? Keine Ahnung. Du sollst das Mikro weiter von deinem Mund wegnehmen. Warum? Weil du rein atmest. Das klingt scheiße. Entschuldigung. Wir wollen hier doch eine gewisse Qualität reinbringen. Ja? Wir müssen mal wieder American Horror Story gucken. Ja, ich weiß. So, ich glaube, wir gehen nochmal auf die alte Route und trainieren ein paar Pokémon. Allen voran, du guckst mal nach, wann sich Kabutops entwickelt. Okay. Kabuto in Kabutops. Ne? Ja. Und B, ich habe vergessen, Igamaro zu aktualisieren, dass es jetzt an Igastanisch ist. Egal. Ich glaube, es stört keinen, wenn es jetzt immer noch hier als Igamaro dasteht. Ich krieg jetzt bestimmt 10.000 Hassmails. Alter, warum hast du das vergessen? Alter, das geht doch so nicht. Alter. Alter. Allen voran steht da immer Alter. Ja, genau. Bestimmt alles von einer Person. Oder ich führe da gerade irgendwie alle dazu auf, die das hier gucken, dass sie dann da reinschreiben, Alter, du hast es vergessen. Kabuto, ne? Ja, Kabuto. Into Kabutops. Und nicht den Typen aus Naruto. Den mag doch sowieso keiner. Richtig, keiner mag Naruto. Level 40. Echt? So spät erst? Ja. Aber Schatz, du hast recht. Keiner mag Kabuto, mag Naruto. Ich meine Kabuto. Naruto mag aber auch keiner. Der Anime ist ausgelutscht. Findest du? Ja. Ganz ehrlich, was hat das bitte schon noch mit Ninjas zu tun? Das ist Dragon Ball Z 2.0. Ne? Oh. Ja. Und Dragon Ball Z ist schon ausgelutscht.
Genauso Bleach. Das hat alles so gut angefangen. Und das ist halt das Problem. Die meisten schonen Animes, ne? Alter, es kann Superpower. Ist klar. Ich glaube, ich bin schneller. Nee, warte mal. Es kann Vergeltung. Moment, Vergeltung hätte mir aber keinen Schaden machen müssen. Also konnte es irgendwas anderes. Ich habe gerade nicht aufgepasst, was es gegen mich verwendet hat. Okay. Egal, ein sehr effektiver Step-Steigerungshieb von einem Mega-Lucario haut es weg. Okay. Und Igastanisch erreicht Level 20. Igastanisch versucht... Ah, endlich, Nadelrakete. Ich wollte ja schon... Nee, Moment, Nadelrakete. Ich habe schon wieder Nadelrakete mit Nidenranke verwechselt. Das erlernt es jetzt, weil es als Igamaru das schon früher erlernt und Igastanisch sich ja dank diesem langen Kampf erst so spät entwickelt hat. Ich hätte... Na, okay. Jetzt sind wir wieder auf Null, dank dem Steigerungshieb. Ich werde nicht auswechseln, weil es echt zu gefährlich ist. Oh, Tauros überlebt das sogar. Haha, Verfolgung macht nichts, weil das nämlich vom, weil das nämlich von Lucarios Dingens-Typ weggenommen wird. Aber ich glaube, ich werde hier für Trainingszwecke, ne? Ja. Für Trainingszwecke werde ich das mit dem Reihum erstmal umschalten, bis wir wieder in die Arena gehen. Okay. Weil es ist nämlich so das Problem, wenn ich, wenn ich hier Trainer zwei Pokémon haben, dann können wir bloß von einem Pokémon mal Erfahrung kriegen. Ja. Also so, dass wir auf Wechseln, dass wir da mal gefragt werden, möchtest du wechseln? Aber ganz ehrlich, das mache ich aus, weil ich es ansonsten echt zu easy finde. Na. No. Weil ich meine, so verlieren wir dann wirklich eine Runde und müssen uns dann überlegen, hm, ist es gut, wenn wir wechseln oder nicht, ne? Während wir so, oh ja, 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 wechseln mal. Viel Spaß, ne? Ja. Und das ist dann irgendwie zu easy peasy. Na. No. Even. Ja, hier waren wir beispielsweise schon das beste Beispiel, ne? Er hat DOS, er hat Tress Pokémon. Ja. Und dann dürften wir beispielsweise, da konnten wir beispielsweise bloß bei diesem Janma, oder weil wir es Janma mit ihm hier mit Igastanisch erledigen. Wird es dann darauf hinauslaufen, dass wir. Oh, bitte überlebt den Ultraschall. Ja, Igastanisch hält einiges aus. Bams, erledigt. Das war Janma. Like you can see, Janma is dead. Yeah. Und hier kommt Rollum. Ich sehe es nicht, weil mein Bild eingefroren ist. Wunderbar. Oh fuck, da hätte ich jetzt drüber nachdenken sollen. Wobei, wir haben jetzt einen höheren Roller, einen höheren Walzer. Verdammt, Rollum hält so viel aus. Nein! Nein! Live it! Oh, du bist vergiftet. Ich habe nämlich gerade nicht daran gedacht, dass, dass ich ja immer noch im Walzer gefangen bin, ne? Wenn ich jetzt wüsste, dass der Walzer zu Ende ist. Aber ich weiß es nicht, weil ich mir nie merken kann, wie lange Walzer geht. Deswegen trotzdem Igastanisch ja Erfahrungspunkte braucht, ne? Werde ich jetzt wechseln. No. Trotzdem er einen Moterpel einsetzt. Halt. Aber ich weiß nicht, ob Moterpel schneller ist. Das ist das Problem. Ne? Problem ist, ich weiß nicht, ob Moterpel schneller ist. Komisch, ich war irgendwie der Meinung, er hätte einen Vipitis oder so. Also der Junge hier. Ich kann den Jungen nicht sehen. Ja. Wie gesagt, mein Bett ist eingefroren. Kommt davon, dass du das Trading Card Game gespielt hast. Ja, bestimmt. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Ja. Weil wenn es langsamer gewesen wäre, ein vierfach... Schatz, es nervt echt, wenn du singst. Entschuldigung. Schatz, du magst es, wenn ich singe. Tu ich auch, aber du hast es auch zu mir gesagt. Dann sehe ich halt nie wieder. Vor dir. Nein, es nervt aber, wenn du singst, während ich gerade was rede. Ich dachte, du wärst fertig. Nein, ich habe jetzt gerade erzählt, dass ja an sich so ein... Dann bin ich halt ruhig. Wenn ich gewusst hätte, dass Igastane schneller ist, ne? Was ich bis jetzt nicht weiß. Aber wenn ich gewusst hätte, dass es schneller ist, dann hätte ich es drinne gelassen.
Und hätte mit dem Vierfach, Rollout, ne? Wir waren ja schon bei 3 oder 4. Dann ist er dann auf höchster Stufe und dann wäre ich da drinnen geblieben und hätte dann, natürlich Muterpel mit einer Vierfachschwäche einfach erledigt, ne? Jetzt redest du echt nicht mehr, oder? Jetzt bin ich komplett alleine. Gegen Pokémon-Züchter. Ach, die hatte das wie Beatles! Ach, Schatz, ich liebe dich. Schatz, happy, happy, happy. Ach, das ist langweilig. Was soll mir das sagen? Keine Ahnung, happy, happy, happy. Warum schniefst du denn? Weil meine Nase läuft! Kein Grund! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, das kann ich jetzt irgendwie absolut nicht nachvollziehen, aber okay. Ich wüsste nicht, warum man jemals einen Miltank in ein Lucario reinwechseln sollte. Nenn mir einen logischen Grund dafür. Außer kann das würde bedeuten, dass dieses Vibitis ausschließlich Giftattacken kann. Weil wenn die Trainer-KI ansatzweise intelligent ist, was mich total überrascht, dass sie überhaupt mal auswechselt, ne? Na, wir brauchen die Erfahrungspunkte. Und deswegen, trotzdem ist es so schön, ist hier schon auf plus 1 zu sein, ne? Gigastanisch braucht die Erfahrung. Ach, oh Moment, ich hätte gar nicht auswechseln müssen. Gigastanisch war ja im Moment da drinne, als Miltank war. Deswegen gab es auch keine Erfahrung für Gigastanisch. Oh. Oh nein, Giftblick. Moment, oh nein, Giftblick. Oh. Wir werden die nächsten 400 Tage nicht mehr angreifen. Giftblick. Richtig. Ich mag Gift. Ich auch nicht. Los, Denko-Säcker! Oh, wie schön. Einfach mal erledigt. Yay, Lucario ist Level 36. Gigastanisch ist Level 25. Und da die ganzen Pflanzen-Pokémon eigentlich relativ wenig gegen Gigastanisch machen können, ne? Eigentlich halte ich es für eine relativ gute Idee, hier nochmal gegen Pokémon zu kämpfen. Das war nicht mal irgendeine Absicht. Oh, oh nein, Tauros! Tauros! Ich wollte gerade sagen, oh nein, Tiny Tauros. Ach nee, das ist gar kein Shiny. Sieht aber ein bisschen so aus. Ach man, wir haben den den Kampfnebentyp noch nicht. Nein. Dann wäre nämlich Gegenstoß nicht sehr effektiv. Na. No. Egal, wir heilen uns hier ein bisschen hoch. Oh, ich mag Egelsamen. Egelsamen ist so eine schöne Attacke. Vor allem in der Regel zwingt es ja die zwingt es einen ja wirklich dazu, sein Pokémon auszutauschen. Ne? Na. No. Weil du möchtest ja nicht, dass erstmal du kriegst immer regelmäßig Schaden, ne? Nicht willkürlich, du kriegst regelmäßig Schaden. Willkürlich. Du kriegst willkürlichen Schaden, ja. Genau. Na, du kriegst regelmäßig Schaden. Ja. Und du heilst deinen Gegner die ganze Zeit. Und vor allem Letzteres willst du nicht. No. Du willst deinen Gegner nicht immer die ganze Zeit heilen. No. Ich verstehe auch nicht, warum dieses Tauros die ganze Zeit Grimasse gegen uns benutzt. Aber gut, wenn es halt gerne das gegen uns benutzt. Musst du eigentlich, während wir hier machen, immer tippen? Ja. Nein. Doch. Schreibt in die Comments, wenn es euch nervt. Und schreibt. Aber jemand jedes Mal im Mikro aus. Meine Güte. Und schreibt in die. Oder okay, sagen wir es mal so. Schreibt in die Comments, wenn euch Mellys Tippen nervt. Schreibt in die Comments, wenn ihr geil werdet, wenn Melly die ganze Zeit tippt. Klar, so. Ja, oh ja. Oh. Drück jetzt noch auf das Q. Oh ja. Ich tippe nie ein Q.
Und wie willst du dann bitte schon Quirtle schreiben? Das ist doch gar nicht. Gehen wir mal davon aus, du möchtest, Quallenfischen mit Patrick schreiben. Und du drückst nie auf Q und willst dann Quallenfischen mit Patrick schreiben. Quallenfischen. Klingt doch toll, Quallenfischen mit Patrick. Ja, eher nicht. Außerdem tippe ich doch gerade gar nicht. Gerade hast du getippt. Kann nicht wahr, das ist schon voll lange her. Ist es gar nicht. Doch. Nein. Ich liebe dich. Yay, wir haben es geschafft. Und jetzt gehen wir back in die Arena von Tempera City. Damit wir die Arena schaffen in diesem Part. Ne? Und dann, wenn wir die Arena, ja, ich betone das jetzt die ganze Zeit so, geschafft haben, werden wir im nächsten Part runter in die Wüste gehen, um uns dort ein Pokémon zu fangen und danach Team Flair zu besiegen. Na. Wenn ich mir gerade so überlege, mein Gott, ich hätte so gerne ein Feen-Pokémon. Weil, hast du echt mal angeguckt, was so die Pokémon von Team Flair sind? Oh mein Gott, falsch gelaufen. Schatzi? Hä? Team Flair benutzt größtenteils, hier Pokémon, die schwach gegen Fee sind. Echt? Ja. Woran das wohl liegt? Ja, die wollen natürlich den Feen-Typ hier total, in die Höhe schmeißen, ne? Mhm. Aber halt, die benutzen ja größtenteils Pfiffieren. Ja. Das schwach gegen Fee ist. Irokex, das schwach gegen Fee ist, ne? Ja. Und ja gut, man kann sich auch mal streiten, Hundemon und Glibunkel sind jetzt nicht gerade schwach gegen Fee, aber so gut wie jeder hat irgendwie ein Unlicht-Pokémon. Oh. Aber die mir jetzt so direkt in den Kopf springen, sind natürlich alle. Ihr sind natürlich direkt hier so Pfiffien und Magnaien, ne? Ja. Und Irokex und Sorokex, die halt sehr gerne mal von dem verwendet werden. No. Und die sind natürlich einfach mal alle schwach gegen Fee. Tja. Oh, ich find's einfach mal toll, dass wir in diesem, dass wir hier auf unserem Kanal mal endlich diese Arena sehen und nicht schon wieder wie vorher verreckt sind. No. Wir hatten zwar das große Massaker von 2014, aber trotzdem. No. Ganz ehrlich, ich habe nie einen Plan, wie ich durch die Arena durch muss. Ich gehe einfach irgendwie immer nach links und es scheint links und wenn es nicht noch mehr nach links geht, gehe ich immer komplett nach rechts und das scheint zu funktionieren. Wir müssen gegen Pokémon Ranger Elodie kämpfen und die hat ein Roselia! Wusstest du, dass Roselia und Roserade total klein sind? Echt? Ja. Nee, wusste ich nicht. Now you know. Okay, ich darf nichts mehr wechseln außer Lucario. Okay. Warum? Es hat Giftspitzen ausgelegt. Das heißt... Ey, mit wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die scheiß Grasflöte trifft? Irgendwie 55%, oder? Alter, macht der Gigasauger viel Schaden. Willst du mich verarschen? Come on! I mean, seriously? Was? Dieser Gigasauger macht verdammt viel Schaden. Und die trifft mit der scheiß Grasflöte. Was mich vor allem ärgert, die trifft mit der scheiß Grasflöte. Oh. Ey, was ist bitteschön die Wahrscheinlichkeit, dass die Grasflöte trifft? Es ist 55%. Ne? Ja. So, 55%. Wenn ich die Grasflöte benutzt hätte, wäre die daneben gegangen. Der Gegner benutzt die und sie trifft. Oh. Die fucking Grasflöte trifft. Oh, ein Burmadam. Mi Finks, dass Igamaro das hinkriegt. Warte, Schatz, zählt Burmadam als Pflanze? Ich glaube schon. Meine müsste... denke? Ja. Das heißt, Egelsamen wird nicht funktionieren.
Wahrscheinlich nicht. Aber was kann Burmadam denn bitte schon? Oh scheiße, es kann Konfusion. Oh scheiße. Okay, Burmadam beherrscht Konfusion. Das heißt, it is time for our hero to shine. Aha. Ja, auch wenn ich gerade vergessen habe, dass die Giftspitzen ausliegen. Okay. Erstmal Wunschtraum. Ich weiß auf jeden Fall, es ist Käfer. Deswegen werde ich es mit Sea gar nicht erst versuchen. Okay. You know what? Leck mich doch! Scheiße, überlebt es noch eine Konfusion? Ich hoffe doch, sonst habe ich gerade einen Riesenfehler gemacht. Oh. Oh, es setzt Rasierblatt ein. Oh. Was auch wieder viel zu viel Schaden macht. Oh. Aber Igas Tarnisch ist aufgewacht. Es hat jetzt irgendwie Hidden Power Fire oder so. Nein. Ja, bestimmt. Nur um dich zu Zum ärgern. Zum Glück nicht. Wäre aber lustig gewesen, nur um dich zu ärgern. Ja, ganz ehrlich, dann so etwas, womit ich natürlich total rechnen werde. Die Hidden Power Fire. Hm. Oder Hidden Power Eis oder Hidden Power Flug oder sonst was. Ja. Nur mich hier so total zu ärgern. Ich meine, echt, seriously? Okay, wir haben es dann doch nicht mehr in dieser Woche durch. Wir werden es in dieser Woche doch nicht mehr durch die Arena schaffen. Leider. Gegengift auf Dingens Psyana. Ein Super Trunk auf. Super Potion auf Igastanisch. Denn Igastanisch muss mal noch ein paar Level ansetzen. Ne? Und vor allem nicht einschlafen. Echt, wie hoch. Warum trifft der Gegner mit der scheiß Grasflöte? Ne? Ja. Ich meine wirklich, warum? Ich glaube, linksrum gab's nichts, oder? Glaub nicht. Nee, ne? Ich glaube, hier ist nicht mal irgendein verstecktes Item. Was irgendwie nahelegen würde, dass hier ursprünglich mal, also ich weiß nicht, entweder soll es wirklich als Sackgasse geplant sein, ne? Oder es war wirklich, dann noch geplant, hier noch in der Arena einen Megastein zu verstecken. Ne? Och, sie und ihr Team, sie harmonieren perfekt, das ist ja toll. Wie schön für sie. Kaori. Ja. Okay. Los, Igastanisch, du haust dieses Pokémon jetzt platt. Mit deinem Non-Step Aeroass. Oh. Was macht denn nochmal Beschwörung? Keine Ahnung. Ich kenne die Attacke nicht mal. Ach genau. Schützt vor Volltreffern. Ach so. Okay. Jetzt kommt irgendwie... Ach, zum Glück setzt es zweimal hintereinander Beschwörung ein. Ich habe gerade gedacht, jetzt kommt irgendwie die Matschbombe oder so. Genau. Nur um uns platt zu machen. Ja. Damn, Igastanisch ist Level 29. Wobei ich gar nicht geguckt habe, hat unser Igastanisch die geheime Fähigkeit? Keine Ahnung. Denn ja, wäre das nicht total toll. Ich finde das immer so super, wenn Leute vergessen, dass sie die geheime Fähigkeit haben, was die geheime Fähigkeit ist. Nee, hat Notlinger. Von Brigaron, ne? Und dann da irgendwie versuchen mit Gengar mit so einer Matschbombe, ne? Mhm. Igastanisch Brigaron anzugreifen. Okay, das hat mehr gemacht, als mir lieb ist. No, wieso? Über die Hälfte. Oh, okay. Das heißt, it is time for Lucario, weil er der Einzige ist, der Dunkelklaue kann. It is time. Du weißt, an welchen Film ich jetzt denken muss, oder? Ich spiele schon die ganze Zeit darauf an. Ernsthaft? Ja. Na, Wie oft habe ich in diesem Part jetzt schon it is time gesagt? Ich weiß, und jedes Mal denke ich daran. It is time. The guy on base. Yeah.
That's Scott. I know. You know? Oh no. Ego-Trip. Nee, den will ich jetzt nicht. Aber Igastanisch ist jetzt Level 30. Und kann Bodycheck. Nein, das ist zwar eine sehr tolle Attacke, aber nicht für einen Lock. Allen voran nicht für einen Lock. Ne? Es ist eine scheiß Attacke für einen Lock. Aber ich glaube, wir sind jetzt gleich vor dem Arena-Leiter. Weil ich zu faul bin, nochmal... Ja, wir sind auf jeden Fall schon hier beim... Ja, wir sind vor dem Arena-Leiter und wir sind von der Länge her schon zu weit. Ich möchte nämlich nicht viel zu lang hochladen. Ja. Deswegen beenden wir hier den Part. Wie immer, abonniert unseren Kanal, drückt dann auf Gefällt mir und schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Wenn wir mit unserem Pokémon Y Wonderlock weitermachen. Bis dann. Bye.